Und jetzt mit der Zeit bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Herr Skippes, Sie bekommen das Schlusswort. Schon überfand ich Sie. Ich gebe Ihnen das Mikrofon. Vielen Dank, meine Damen und Herren, ich brauche 3 Minuten. Ich möchte einmal kurz noch in Erinnerung rufen, was wir eigentlich jetzt gemacht haben, gestern und heute. Gestern und heute haben wir uns darüber versucht zu verständigen, was in 15 Jahren in dieser Branche los sein wird. Wenn wir mal zurückblicken, was vor 15 Jahren war, dann sehen wir, dass das Internet gerade so an das Netz gegangen ist. 98 kam Google und Amazon und dann erst ging es richtig los. So, und wir haben jetzt 15 Jahre in die Zukunft geschaut. Ich finde das ein unglaubliches Unterfangen, vielleicht fast unmöglich, aber unglaublich spannend. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber der Erkenntnisgewinn in diesen 2 Tagen in den Diskussionen war für mich, ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn ich sonst in vielen, vielen anderen Gremien sitze, hier war der Erkenntnisgewinn überdurchschnittlich. Es war großartig. Und ich möchte als allererstes nochmal den Urhebern der 55 Thesen danken, Herr Riedmüller, Herrn Heinrich und in absentia Herrn Ulmer. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns diesen Ball ins Spielfeld geworfen haben. Wir haben ihn aufgenommen. Und die Namen jetzt der beiden vor allen Dingen soll und möchte ich Ihnen, den Teilnehmern, ganz, ganz herzlich danken für Ihre Unterstützung und Ihre Diskussion. Ich fand es schon überwältigend, wie die Anmeldesituation war, die Teilnahmesituation spiegelt das genau wider. Und dass so viel Kompetenz jetzt hier versammelt ist, die sich austauschen konnte, ist unglaublich wichtig auch für den Input letztendlich in den Verband. Was ist das Signal, was von dieser Konferenz ausgeht? Meiner Meinung nach ist das Signal ein unglaublich positives. Das erste Signal, was ausgeht, ist, die Branche beschäftigt sich mit seiner Zukunft und pennt nicht vor sich hin wie andere Branchen, Klammer auf, zum Beispiel die Musikbranche. Das ist ein unglaubliches Signal nach außen. Das zweite Signal ist, nach Einschätzung aller, die hier sind, fast aller, die hier sind, heißt es, dass der Buchmarkt wächst. Der Buchmarkt wächst. Und das haben wir einem Produkt zu verdanken, das so großartig und kostbar ist, dass man es hervorheben muss. Und ich meine nicht das Buch, sondern ich meine das Prinzipbuch. Es geht um diesen Inhalt. Denn die Verlagerung des Geschäfts ins Netz mit digitalen Content, wie man so schön sagt, bedeutet nichts anderes als die Faszination, Buch in das digitale Netz zu tragen und dort genau für das zu werben, was das Buch ist, nämlich etwas, was offensichtlich ein menschliches Bedürfnis sehr intensiv befriedigt, ein menschliches Bedürfnis nach nachhaltigen Texten, nach längerer Beschäftigung und tiefergehender Beschäftigung. Das ist das zweite positive Signal. Das dritte, dass es eine Verteilung innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette geben wird, ist ein zum Teil für Branchenteilnehmer bitteres Signal. Aber ich weise noch einmal darauf hin, dass diese Einschätzungen, die wir hier gemacht haben, eine Einschätzung ist, dass alles so bleibt, wie es ist und sich einfach nur fortentwickelt. Wir haben die Chance, diesen Wertschöpfungsprozess zu gestalten. Und ich finde, das ist ein positives Signal, was wir daraus nehmen, dass wir daran anknüpfen und sagen, wir gestalten ihn und dann werden wir ihn auch möglicherweise weiterhin verändern. Das sind aus meiner Sicht die positiven Signale, die aus dieser Zukunftskonferenz hervorgehen. Ich möchte noch ganz kurz den Organisatoren danken, allen voran Frau Werner. Frau Werner, herzlichen Dank noch einmal. Großartige Leistung, auch in der Kürze der Zeit, das aus dem Boden zu stampfen. Und natürlich das ganze Team, die Moderatoren und die anderen Mithelfer, allen sei aus meiner Sicht ganz herzlich gedankt. Ich kann Ihnen nur versichern, ich fand diesen Input unglaublich wichtig. Wir werden ihn im Verband umsetzen. Aber ich fordere Sie auch nach dieser Zukunftskonferenz auf, gestalten Sie Ihren Verband mit. Der Verband bin nicht ich, der Verband ist nicht der Vorstand, sondern der Verband sind Sie. Also gestalten Sie ihn mit, damit wir Ihnen die Dienstleistung geben können, die Sie wollen und die Sie auch brauchen. Herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause und noch einmal, ich fand es einfach eine super Veranstaltung.